Freunde, was geht ab? Mein Name ist Smiley, das hier ist Reese. Und willkommen bei einem neuen Video. Heute werden wir die Top 10 Essential Snacks von Reese testen. Crazy. Ihr kennt das Format, Freunde. Wir werden jetzt gemeinsam, du hast mir deine Liste geschickt, die Sachen werden wir alle testen. Und dann musst du die auf einer 1 bis 10 Liste einfügen. Wow. Und darfst die Sachen auch nicht mehr verschieben. Oh. Sprich, du musst genau überlegen, was du jetzt wohin setzt. Ey, das wusste ich nicht. Das ist eine neue Info jetzt. Oh. Wir haben Pringles Hot and Spicy. Ja, Mann. Pringles sollte jeder kennen. Ja, ist ein Klassiker. Sind gepresste Chips. Also es ist kein, ist ein Formchip, es ist kein natürlicher Chip. Ich muss sagen, normale Chips kann ich inzwischen gar nicht mehr feiern. Mhm. Nerven irgendwie so voll ölig und so, nervt im Mund immer. Aber Pringles sind richtig chillig im Mund immer. So richtig geiles Gefühl. Fühle. Jeder Chip ist halt genau gleich irgendwie so. Ne? Ja, Mann. Und du hast nicht dieses pappige, bei so normalen Chips habe ich das halt, dass sie mir dann so in den Zähnen hängen, dieses ölige Ding. Mhm. Und hier hast du so eine angenehme Kartoffelmasse irgendwie. Ist geil. Gute Auswahl, gute Chips. Kann ich verstehen, warum die mit auf deiner Top-10-Liste sind. Geil. Kriegt von mir 4 von 5 Smileys. Okay. Und jetzt bist du dran und darfst das Ganze in deine Top-10-Liste einranken. Ich muss so ein bisschen überlegen, was noch alles kommt, sodass das irgendwie alles immer... Wow, wow, wow. Ich glaube, ich hau die mal, weil ich muss jetzt ein bisschen Luft nach oben auch noch natürlich lassen. Ich hau die mal auf die 4. Auf die 4? Auf die 4, ja. 4 ist schon sehr weit. Ja. Ich habe so ein paar Sachen im Kopf, die noch besser sind. Mhm. Ich hoffe, ich verkacke nicht. Aber okay. Ja. Platz 4, Freunde. Ja. Wir haben als nächstes auf jeden Fall Knickknacks. Auch ein Klassiker. Digga, ein kompletter Klassiker. Knickknacks kennt, glaube ich, jeder Deutsche, würde ich mal behaupten. Ja, wahrscheinlich. Doch, es ist ein klassischer Snack. Bruder. Auf einer Party. In jeder kennst du doch diese großen Plastikdinger, wo so verschiedene Snacks. Die Snackboxen. Mit immer Knickknacks. Immer Knickknacks mit drin. Ja. Ist geil. Von Lorenz, absolute Ehrencompany, muss man sagen. Ich mach mal auf, Alter. Ja, Knickknacks, ich weiß nicht, Mann, das ist so, da werden viele jetzt denken, Digga, wie konnte ich da nicht dran denken? Bro, das, stell dir vor, du chillst mit Freunden. Du bist auf einer Party. Du bist auf einem Rave. Egal wo du bist, Knickknacks, da freut sich jeder, wenn er das sieht, Bro. Wenn es da steht, jeder würde Knickknacks snacken. Sehr, sehr geiles Produkt. Ja. Für mich. Shoutouts, Alter. Eine 5 von 5. Das ist eine 5 von 5. Wow, ja. Boah, das wird jetzt voll schwierig in meiner Liste, Mann. Fuck. Jetzt wird's schon eklig. Ja, ey, dann gebe ich ihm die 5. Knickknacks gehen auf die 5, Freunde. Ja. Ihr seht die Liste kurz hier eingeblendet. Ja, Mann. Platz 5 für die Knickknacks. Ja, wäre eigentlich 4, glaube ich. Aber ist auch schwierig. Die Pringles sind eigentlich auf einer Stufe. Aber dann gehen die auf die 5, aber sehr, sehr eng an die 4. Sehr eng. Das Item, was ich jetzt hier drin habe, das können wir auch gerne als nächstes abholen, was so am ehesten noch so Kindheit ist, ist Duplo. Okay, dann machen wir das als nächstes. Ja, Mann. Freunde, Duplo. Auch das, würde ich behaupten, sollte jeder Deutsche kennen. Also die längste Praline der Welt. Ich glaube, ich habe auch so eine richtige Allmann-Mischung zusammengestellt, bis auch so 2, 3 Items. Ja, schon sehr. Schon sehr. Ja. Das ist ein Baller-Ding. Es ist die Mischung zwischen Schokolade und der pappigen Waffel. Das hast du selber gesagt, dass die Waffel pappig ist. Ja. Das, doch, Mann, Duplo ist ein Baller-Shit. Vor allem, wenn die frisch aus dem Kühlschrank kommen oder pervers. Okay, okay. Doch, Mann. Wenn es was Süßes sein muss und Schokoladiges, enjoy ich das sehr, sehr doll. Für mich? Eine 2 von 5, mehr kann ich nicht geben. Wow, das ist crazy. Mhm. Das ist crazy. Nee, also war aber für mich auch schon immer so. Okay. Aber jetzt bin ich, in dem Fall bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das ist so ein Love it or Hate it. Ja, safe. True. Hier für später. Ihm schmeckt so schlecht, der ist nicht mehr auf. Okay, lass mich kurz überlegen, was ich noch alles habe, Leute. Darf mich jetzt hier nicht ficken. Da sind noch ein paar Sachen. Ja. 8. Kommt auf eine 8. Okay. Weil ich, das kann ich verstehen. Weil ich sehe, also nicht jetzt, weil ich sage, es ist super scheiße, aber einfach so vom Snackheitsfaktor her, was ich mir holen würde, ist das schon eher zwar von meinen Favorites, aber schon eher ein bisschen in der Load hier so, würde ich mir nicht jedes Mal holen. Mhm. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so ein riesen Schoko-Fan vom Ding her so. Ist aber trotzdem halt geil ab und zu mal. Ist aber also eine 8 ist perfekt. 8 ist, eine 8 ist perfekt. Finde ich auch super. Also kann ich verstehen, doch, wo du das eingerankt hast. Ja. Duplo, liebe Freunde. Platz 8 für Reese. Ja. Ich habe warm hier drin, ey. Du, es wird langsam ist ernst hier drin, Alter. Ich habe gestern auch die Liste mit jemandem durchgelesen. Mit wem?
mit einem Freund von mir. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst, aber der kennt dich auf jeden Fall. Okay, okay. Und der war so, holy shit, Bro, wer packt Jellybeans mit auf seine Top 10 Liste? Hey, Jellybeans, word up. Ich kann fühlen, was er sagt. So, Jellybeans ist Hassliebe. Warum? Weil, ich weiß nicht, diese, dann kriegst du auf einmal so Bananengeschmack und musst würgen. Kann natürlich passieren, dass Klar. man die einer nicht tastet so, aber eigentlich Sowieso. Schmecken die alle ganz geil. Ist ein kleiner Fun-Snack, ein bisschen was zu nehmen. Nichts Krasses, aber finde ich, ist trotzdem sehr enjoyable. Ist mir direkt eingefallen, als ich an Snacks gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Kriegt von mir 3 von 5 Smileys. Okay. Warte mal, sind die Gelatine frei? Weiß ich gar nicht. Ja, das ist ohne Gelatine. Ich packe das in meine Liste auf die 10. 10? Ja. 10? Doch, das ist wirklich, das habe ich auch vorher schon im Kopf gehabt, als ich überlegt habe, ich glaube, ich packe die Jellybeans auf die 10. Mhm. Weil es ist von allen Snack-Items wirklich das, wo man so sagt, kann wegbleiben. Aber wenn es da ist, hat es einen geilen Surprise-Effekt. Viele Leute haben das nicht so auf dem Schirm. 3 von 5 Smileys, Platz 10. Ja. War in Ordnung. Doch. Ist doch. In Ordnung. Passt genau, wie es sein soll. Freunde. Ich hab's gecheckt. Guck mal, heb's mal an. Du kannst es jetzt so an der Seite anheben. Dann werden da Jellybeans draufgeschoben. Und zack. Ja, okay, es funktioniert aber echt beschissen, ne? Hat der Opel einen rausgesucht? Was ist das für ein Taste? Caramel Popcorn. Caramel Popcorn. Geil, ey. Das ist ein cooles Das ist cool. Das ist echt witzig. Holy shit, okay. Schaut es an die Weltmeere, noch mehr Plastik, geil. Ich hole jetzt was raus, was mich sehr interessiert. Alright, let's go. Und zwar die Pretzels mit Buffalo Blue Taste. Bro. Pretzel Pieces sind so geil. Pretzel Pieces brutal. Ich liebe die Dinger. Es gibt die mit Jalapeno, mit Honey Mustard, mit Sour Cream, was weiß ich nicht allem. Sehr, sehr geile Dinger. Man muss sagen, in der Pretzel Bite World ist ja ein Ruck durchgegangen vor ein paar Jahren. Denn meine Lieblings-Pretzel-Bites waren immer die Snyders of Hanover. Die wurden aber in der EU verboten, weil da so Transfettsäuren drin waren, die dich irgendwie, keine Ahnung, Bro, da bist du irgendwann eine Kuh oder so, wenn du auf was eines sagst. Aber man sieht zumindest auf der Verpackung, das war halt wirklich mal so eine Mini-Knusperbrezel, die auseinandergebrochen wurde. So. Schon eine Größe, so eine Medium-Große, so, aber trotzdem so eine knusprige. Genau. Sehr, sehr geil. Für mich eine klare 5 von 5. Ja, Mann, das ist brutales Ding, Alter. Das ist für mich ein Snack, weißt du, was ich meine so? Boah, es wird aber schwer, jetzt muss ich gucken. Also das ist... Das ist wirklich schwer. Ja, Mann. Boah, wow. Dann ist das die 3. Die 3? Ja. Das ist die 3. Pretzel Pete Buffalo Blue Pretzels Brutal. Gehen bei Reese auf die 3. Das erste Ding auf dem Treppchen. Ja, Mann. Ich bin gespannt, ey. Also ich kenne Sorbet Ganz wirklich brutal, legit oder? Nur so von Papa macht's zu Hause. Ah, also really? Mein Dad hat häufig schon Sorbet selber gemacht zu Hause. Das ist stylisch. War nie mein Favorite. Also ich war immer eher so der richtige, entweder Wassereis oder richtig so Milcheis, so Kugel. Ich check. Also das ist auf jeden Fall, es ist ein Sorbet, aber es ist schön cremig. Es hat jetzt nicht diese Sorbet, wo du das Gefühl hast... Du beißt auf Kristalle. Mm, genau. Okay, I feel you. Es ist auf jeden Fall noch schön weich. So, es ist schon aufgetaut auf jeden Fall. Oh, es riecht auch sehr lecker. Zieh dir das rein, Bro. Wow. Das ist für mich das krasseste Scheiße, die es gibt. Das ist auch so, das schmeckt so intensiv. Bruder, das ist einfach nur pure Mango, Leute. Wenn ihr das, kauft euch das mal nach. Müsst ihr ja nicht zum Alnatura laden, gibt es doch voll auch beim Rewe oder Hit oder so diese Sachen. Alter, was? Das gibt es halt auch mit Himbeer, auch krass. Gibt es auch mit Zitrone, auch krass. Ich bin kein Zitroneneis-Fan, aber das hier, also wie intensiv das... Ja, allein schon die Farbe. Ja. Von mir 5 von 5 muss. Also sehr, sehr lecker, cremig, super Mango-lastig. Also geil, kommt gut im Mund an. Das ist richtig eine sexy Sau, Alter. Ja, wirklich, schon. Die Person, die das so auch gestaltet hat, Bro, da muss ich die Hand schütteln mal irgendwann. Das ist einfach nur lecker gemacht, ey. Ich habe mir schon die ganze Zeit das so im Kopf vorgeplant. Das ist mein Number One Item. Das ist dein Number One Item? Das ist mein Number One Item, ja. Okay, crazy. Doch. Dann lag ich falsch. Ah, lagst du echt falsch? Ich lag falsch. Okay. Das geht immer.
Das ist ein frischer Kick. Das ist auf der süßen Skala einzuordnen. Also ein kleiner Kontrast, wenn du schon die paar Buffalo Wings reingegeben hast. Das neutralisiert auch schön im Mund. No joke, das ist für so einen Snackabend, ist das wirklich der krönende Abschluss einfach, Mann. Hast du recht. Finde ich sehr gut. Einfach geil, wirklich. Das ist die Preisleistung. Verstehe ich. Süßes. Einfach das, was mich jetzt gerade interessiert. Ja. Haribo Picoballa. Haribo Picoballa, ja, auf einem Kindergeburtstag gab's das. In der Regel. Ja. Das Ding ist, ich dachte, als ich das ausgefüllt habe, dachte ich an die Picoballas, aber diese länglichen. Ach, die gibt's. Die heißen auch. Heißen die auch Picoballa? Meinst du, diese richtig, das als Schlange? Nee, nicht als Schnur, sondern die sind so groß dann. Das kenne ich gar nicht. Das gibt's halt auch. Das basically ist gleich wie das, nur so ein bisschen länger. Aber ist egal, ist das gleiche so. Ja, ja, gut, ist das gleiche. Nur die anderen sind ein bisschen entspannter zu essen. Dann. Genau. Ich mag die hier voll gerne. Weil. Ich weiß es nicht. Ich feiere es halt auch, damit in meinem Mund rumzuspielen. Das holt es keinen irgendwie da wirklich so, dass er sagt, holy shit, das, da hat jemand die Snacks neu erfunden. Da wird auch niemand ankommen und sagen, boah, Diggi, du hast Picoballa mitgebracht. Genau. Aber wenn es so steht, greift jeder rein und am Ende des Abends ist diese Tüte immer leer. Fakt. Das ist so. 3 von 5 Smileys. Finde ich, ist eine super Bewertung. So solid. Ungefähr auf der Mitte. Solid. Bisschen besser als Mitte, so 3 Smileys. Solid. Dann packe ich die mal auf die 8. Auf die 8? Ja. Verstehe ich. Also 7 oder 8 hätte ich jetzt gedacht. Ja. Aber ich würde es jetzt tendenziell mal auf die 8 machen, einfach aus dem gleichen Grund wie auch so die Duplos oder sowas. Das ist eine Sache, die ist nice to have, wird auch genug Leuten schmecken, so ist, aber es ist jetzt nicht so das crazy Snackpiece, was ich mir jetzt jedes Mal rauslassen will. Mhm. Weißt du so? Ich hoffe gerade wirklich, dass die noch nicht belegt ist. Ich glaube nicht, Bro. Die 8. Ich glaube nicht. Ich hoffe. Wir machen einfach mal. Ja, ja, wir machen. Ey, wir sind mit den Zahlen durcheinander gekommen. Im Notfall seht ihr hier die richtige Liste jetzt. Ihr seht die richtige Liste eingeblendet. Falls wir Scheiße labern, ist die richtige Liste auf jeden Fall da. Platz 8. Ja. Also ich mache zuallererst mal den hier. Ja. Und das ist für mich eine Sache. Ich liebe Krabbenchips. Ja, Mann. Oder wer nicht? Ja, Asiamarkt 1,50, Digga. Und die Dinger sind so viel geiler als normale Chips, finde ich. Ich glaube, das haben auch viele Leute nicht auf dem Schirm. Ist natürlich jetzt halt auch nichts für Vegetarier, weil da ist actually so Krabbenpulver oder so eine Scheiße drin. Aber schmeckt sehr, sehr brutal. Das Beste ist, und das habe ich als Kind immer gemacht, die so an die Zunge saugen. Ja. Dann bleiben die so kleben an der Zunge. Oder? Immer, wenn wir so damals Essen bestellt haben bei unserem Chinesischen, das gab es in einem ganz Umkreis ein chinesisches Restaurant auf dem Dorf damals bei uns. Und wenn du da bestellt hast, immer Krabbenchips bestellt und dann so genommen wie eine Schüssel, 1-2 Tropfen Sojasauce rein und dann gehört. Ah, ich habe keine Sojasauce. Oder das knistert. Ja. Ey, so geil. Nee, Mann, also ich glaube, das haben wieder so viele Leute nicht auf dem Schirm, aber das ist so ein krasser Snack. Und so günstig. Ja. Ich weiß basically einfach nur Luft, die ihr kauft, aber es ist eine gute Zeit auch. Ja. Ich kaufe das auch für die Emotionen. Und die Luft schmeckt lecker. Ja, Mann. Also eins habe ich zumindest noch nie gegessen. Ich weiß es bei Gott nicht mehr. Dann, aber ich sage euch ehrlich, ich folge meinem Herzen jetzt, wie es ist. Das geht die 2. Das hier, die Krabbenchips? Ja, die Krabbenchips 2. Fühle ich. Brutales Ding. Brutal. Wie gesagt, kriegt von mir auf jeden Fall eine 5 von 5. Platz 2 von 10. Ja. Super verdienter Platz. Ja, 100%. Freunde, das sind alles, falls ihr keine Vegetarier seid und die noch nie probiert habt, holt euch die unbedingt mal. Ja. Super lecker. Als nächstes haben wir, als vorletztes, die Kappis, oh, true. Wunderland Rainbow Edition. Bro, die fucking Rainbows, ja, Mann. Die kennst du nicht? Nee, die kenne ich nicht. Die sind vegan. Ich kenne ein paar Sachen von Katjes. Man kennt auch diese Pandas und so. Ja, ja, ja. Man kennt so ein paar Sachen. Und hat halt die typische Katjes-Konsistenz. Mhm. Dadurch, dass sie das halt vegan machen, sind die ein bisschen mehr so chewy. Ja. Aber das ist für mich ein richtig... Wenn ich Bock auf so diesen Gummi-Geschmack habe, würde ich sagen, ist das sogar noch ein Tick vor den Picoballas teilweise bei mir. Crazy. Ja. Es gibt von Katjes bestimmt auch noch richtig geile andere Sachen. Ich bin halt voll auf diesen Rainbow-Fickern da hängen geblieben. Ich verstehe, dass du sagst, du feierst. Boah, ich weiß nicht. Ist schon lecker. Mach mal ein bisschen was anderes, weißt du? Ich mag es halt auch, ihr werdet in meiner Snackliste ja sehen, ich mag es auch wirklich, verschiedene Geschmäcker, aber auch so ein bisschen halt Texturen im Mund und so abzuwechseln. So nicht die Falco 10-mal einen Keks oder sowas. Voll. Sondern hier mal, das kaut sich ein bisschen fester, mal ein Eis, mal was Knackiges, mal was Scharfes, mal so.
Und das hat auch so voll den interessanten einfach Kaugefühl so. Boah, komm, ich kann gar nicht mehr aufhören hier. 4 von 5. Sag ich dir ehrlich. Stark. Ist solide. Gefällt mir. Du hast noch 2 Plätze frei. 6 und 7. Also wie ich gesagt habe, ich weiß actually nicht, was jetzt noch als letztes kommt. Aber es ist für mich ein Tick über den Pico Ballas. Die habe ich auf die 8 gepackt. Den packe ich dann auf die 7. 7. Ja, Mann. Wir haben unseren Platz 6. Boah, und somit die Liste vollkommen, Freunde. Was ist es? Das letzte sind die Ruffs. Die habe ich vergessen. Paprika. Oh, nee, den hätte ich höher ranken müssen. Oh, jetzt ist Rob sauer, wenn er zukommt. An der Stelle vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Rob, weil die Dinger sind ausverkauft. Ich bin gerade noch zu dem Bruder hingefahren und habe die von ihm bekommen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Alter, ich bin so ein scheiß dementer Hurensohn. Die sind halt so geil. Die sind riesig. Oh mein Gott. Die sind scharf. Ja, aber du beißt erstmal rein und das hat so eine Vollmundigkeit. Ich dachte am Anfang, das ist irgendwie Paprika und Käse. Weil das hat so eine Vollmundigkeit beim ersten Schmecken. So, das ist echt krass. Hat schon echt so einen amerikanischen Taste, finde ich. Das ist voll das amerikanische Produkt. Ja, Mann. Das ist einfach, keine Ahnung, Mann. Also wirklich, wenn ich sowas, als ich noch, Rob hat mir mal 2 so Kartons vorbeigebracht, als ich die noch zu Hause hatte und nicht weggefressen waren und Leute waren zu Besuch, oder du stellst das hin, flippen aus. Die flippen aus. Jeder, den ich kenne. Das ist wirklich das Beste. Nee, no joke. Das hätte die Platz 2 verdient, direkt hinter den Alnatura-Eis, glaube ich. Überhaupt keine falsche Schande oder irgendwas. 0,0. Sehr, sehr geile Sachen dabei. Würdest du sagen, du kommst auf einen Snackabend bei mir rum mit dieser Auswahl? Auf jeden. Geil. Also, du hast mich sehr abgeholt mit den Pretzels. Ja. Sehr, sehr krass. Geil. Du hast mich abgeholt mit den Knickknacks. Geisteskrank. Ja, muss sein. Deine Haribo-Auswahl, also so deine Kaubonbon, Gummibärchen. Fruchtgummi, ja. Deine Fruchtgummi-Auswahl hat mir sehr gefallen. Mhm. Sowohl Pico Balla als auch die Regenbögen waren sehr lecker. Krass. Rob's Crunchy Puffs sowieso. Nicht zu reden. Jelly Beans. Kann man darüber streiten, check aber. Surprise Factor. Check it. Fact. Ja. Krabbenchips. Wow. Brutal. Wow. Ich glaube, das wird man auch so schnell nicht mehr sehen, Leute. Nee. Sag ich ehrlich. Duplo ist auch so eine Geschmacksverirrung von dir. Weiß man nicht. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Und das Eis, Bro. Das Eis. Digga, du hast mir was gezeigt. Ja. Ich habe immer gesagt, ich bin kein Sorbet-Fan. Aber das, holy shit, Bro. Und du hast Bro. Noch Himbeer zum Ausprobieren, Bro. Du hast noch Schoko zum Ausprobieren. Du willst sogar Zitrone. Mhm. Sehr geil. Freunde, aber an dieser Stelle ist die Folge leider vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Snacks von Reese haben euch gefallen. Checkt Reese unbedingt ab. Der ist unten in der Videobeschreibung. Unten in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Checkt also unbedingt seinen Kanal aus. Der macht auch Videos und streamt der Mann. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, um wirklich gar nichts mehr zu verpassen. Vergesst nicht zu lachen und wir sehen uns die Tage wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, Freunde. Haut da rein. Tschüssi. Ciao.